Yo, servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prototype 2. Nicht Prototype, sondern Prototype, okay. Ja, ziemlich fail, dass ich jetzt schon ca. 60 Parts habe und diesmal Poroto sagt. Aber egal. Ich habe ja gesagt, nach der PowerEdNet-Mission machen wir mal eine kurze Ablenkungsdingens und werden wieder uns ein bisschen den Sammelobjekten widmen. Aber hier sieht man es schon, hier haben wir die PowerEdNet-Mission gemacht. Ja, wir sind jetzt durch die RedNet-Mission jetzt gerade in der gelben Zone. Man sieht hier in der roten Zone sind noch ein paar BlackNet-Sachen, aber hier unten nichts. Deshalb würde ich mal sagen, schauen wir mal in die Sammelobjekte rein. Und wenn wir jetzt da links unten schauen, haben wir zwei so Tabellen sozusagen oder zwei Spalten. Und rechts steht da 77% komplett, das heißt vom kompletten Spiel 77%. Wie man hier sieht, 8 von 9 Baue und in der gelben Zone ist ein Bau, den wir aufspüren werden, und der ist, glaube ich, sogar hier in etwa. Oder eher hier. Ich fand es ganz lustig, wie Leute gesagt haben, ich mal gucken, ob ich das nochmal hier provozieren kann, wie Leute gesagt haben, dass die Kreise eigentlich nicht richtig stimmen. Also ich habe immer gesagt, so im Mittelpunkt, also jetzt hier wäre hier der Mittelpunkt. Aber manche Leute haben mir dann gesagt, dadurch, dass er mehrere sind, hier sieht man immer, der geht so hoch runter und so, und der was ganz unten, dass eigentlich, wenn sich die Kreise treffen, dass da genau der Feldagent zum Beispiel ist. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich am Let's Play eigentlich wirklich komplett gut durchgekommen, dass ich immer in die Mitte gegangen bin. Und vorher, bevor ich aufgenommen habe, hat es geklappt hier. Ja, jetzt hier sieht man, na, hier der Kreis hier, wo hier unten ist, der ist, glaube wirklich 7-8 Mal an dem Punkt hier gekommen. Also jetzt hier, wo ich bin, genau in der Mitte, kam der 7-8 Mal. Und da eigentlich, ja, ein bisschen komisch teilweise. Also, weil im Let's Play hatte ich ja eigentlich meistens immer direkt bei meiner Markierung das Sammelobjekt. Also, aber genug geschnattert. Ich wollte jetzt mal, oder? Blackboxen haben wir hier noch 4 Stück, beziehungsweise 3. Ach, hier ist wohl unser erstes irgendwo. Zucker da. Und dann werden wir mal dahinter laufen und währenddessen die Blackboxen einsammeln, um an die Feldagenten zu kommen. Und da haben wir schon hier unsere Markierung. Ich höre es da irgendwo da hinten, ne? Zwischen den Dingern oder ganz da oben. Hier oben wäre doch ein cooler Platz gewesen. Aber die haben es hier unten hingetan. Field recording. 265 days ago. Where is it? Where is it? Did it follow us? Where is it? Shut the fuck up, pencil neck. You'll lead it right to us. Did you see what it did to Dr. Bernie? Oh my god. Oh my god. Ja, sehr nett. So, wo könnten wir als nächstes hingehen? Ich glaube, hier war irgendwas. Da, hier circa in der Nähe. Machen wir mal hier die Markierung hin. Obwohl, ja, jetzt ist da weiter rechts ein bisschen, okay. Egal, wir versuchen unser Glück. Ich frage mich eigentlich, was passiert, wenn ich jetzt so eine RedNet-Mission annehme, weil ich gerade im PlayStation Network nicht online bin. Hier oben war ich doch schon mit dem Runterwerfen. Aber habe ich da nicht irgendwo eine Box gefunden? Nö. Aber doch, glaub hier. Ah, hier irgendwo. Okay, hier geht's weiter weg eigentlich. Ja, aber... Ach, da, ja, easy. Wow! Ja, genau, spring halt runter. Field recording. 265 days ago. Henderson, once you hit the alarm... Holy shit! It's got fucking burn!
Ja, da geht's aber zur Sache. So, wir haben nur noch eine Blackbox und glaube noch. Die Blackbox war, glaube ich, ja, ziemlich da hinten, aber der Feldagent, hier war einer. Zur K. Dann gehen wir zuerst mal dahin. Nicht, dass wir hier 10.000 Mal hin und her laufen müssen. So, dann fliegen wir mal darüber. Können ja übers Wasser fliegen. Was eigentlich auch ziemlich lustig ist. Ah, der springt aber ein bisschen blöd. So, ein Feldagent. Die sind da, okay. Und Sucker. So macht das Ganze Spaß. Alle auf einmal. Und dann haben wir, glaube ich, hier im Lindenpark haben wir gar nicht mehr so viel. Wir haben da hinten einen Feldagent. Wir haben eine Blackbox da oben, circa. Gehen wir zuerst dahin und dann holen wir uns den Feldagenten. Und dann muss ich euch was sagen. Ja, ja, was sehr, 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 sehr traurig ist. Okay, jetzt so traurig auch nicht, also. Aber, ja. Seid gespannt. So kann ich gleich da hoch. Genau. Und dann hier weiter fliegen. So, was habe ich eigentlich hier markiert? Eine Blackbox, glaub. War, glaub, eine Blackbox. Ah, hier war das doch mit den Fässern. Blackbox in der Nähe. Okay, ich denke mal ziemlich da. Ach, doch nicht da hinten. Vielleicht auf so einem komischen Kran. Hi, jo. So, und es gibt einmal eine offensive Mutation. Was gibt's denn da? Tod von oben, machen wir das mal, damit wir noch mehr Schaden aus der Luft machen. Ah, und schaut mal da. Ich könnte wetten, dass das wieder so ein Feldagent-Dingens ist. Genau. Und Tod von oben, mehr Schaden. So, gleich die nächste Mutation im Defensivbereich. Kann es eigentlich sein, dass die Fäuste oder die Hammerfäuste ein bisschen größer geworden sind mit der Zeit? Verursachen sie 25% mehr Schaden durch ihr verbessertes Schild bei einem rechtzeitigen Block? Ja, okay. Wir können ja nur noch das nehmen. Wenn er die jetzt anschaut. Ich habe das Gefühl, damals, wo wir die noch nicht so hochgelevelt haben, waren die, glaube ich, kleiner. Bin mir jetzt aber nicht so sicher. So, und wir haben jetzt die Blackbox. Wir haben den Feldagenten. Das heißt, in dem Bereich hätten wir alles. 4 Blackboxen haben wir. 3 Feldagenten haben wir. Und jetzt die ach so schlimme Nachricht. Wir werden einen Bau betreten, der etwa hier, eher so. Ja, hier müsste es passen in etwa. Und zwar die ach so schlimme Nachricht wäre, es wird unser letzter Bau sein. In New York Zero oder New York City Zero, wie es im Prototype heißt. Ich weiß nicht, nur New York Zero, glaub. Oder New York City Zero, keine Ahnung. Ich glaube nur New York Zero. Gibt es nur 9 Baue. Und wir haben schon 8 erforscht und gehen jetzt zum 9. Das heißt, das wird das letzte Mal, indem wir die tolle Schlussanimation sehen,
die eigentlich genau gleich aussieht wie ein Devastator, aber egal. So, und der Bau ist vielleicht in der Straße, obwohl, nee. Bau? Wo sind sie? Ah. So, lalalalala. Ich geh mal rein. Something stinks down here. Ja, Leute, gibt's zu, wer hat gefurzt? Ah, da kommt schon einer. Hast du etwa gefurzt? Oder war es einer von den Zuschauern? Das riecht mal bis hierher, also. Das ist ja mal richtig ekelhaft. So, aus dem Weg, Stinker. Ranken. Und aufmachen. Hoppala, da hat schon einen zerrissen. Oh. Dicke Eier. Oh. Da sind die Eier zerplatzt. Du musst eigentlich was auf die Eier, ein schwarzes Loch zu machen. Hey, cool. Hat sie gleich voll zernommen. Oh, den können wir sogar absorbieren, dann gibt es extra EP. Obwohl, ja, so viel bringt es wohl auch nicht mehr. Jetzt steh auf, damit ich dich packen kann. So. Aber in der roten Zone gibt es nur 1000 EP. Ich habe gedacht, je weiter man ins Spiel kommt, desto mehr EP gibt es. Aber es ist zonenbedingt, weil in der roten Zone bekommt man ja 8000 EP. So, zack. Alle auf die Puschel da. Und hier nochmal. Da fällt mir gerade ein, wenn ich so das schwarze Loch benutze. Jemand hat mal geschrieben, ich soll doch öfters mal die Biobombe benutzen. So, Biobombe. Sieht eigentlich genau gleich aus wie das schwarze Loch, aber egal. Ihr Wunsch wurde erfüllt. Oh yeah. Was gibt's hier? 26 Eliminierungen. Und warum hat er seine Mächte aktiviert? Schwindlersuche, okay. Für was? Aber egal. Was haben wir? Entwaffnen und schnappen sie sich Fahrzeuge und betreten sie Baue. 75% schneller. Wow, das bringt uns was. Vor allem das zweite, wenn wir keine Baue mehr haben. Machen Sie Ihre Biobomben um 10% explosiver. Ah, das machen wir doch gleich, weil ja der Wunsch kam, mehr Biobomben einzusetzen. Ja, Hallöchen, hier bin ich. Und ich wollte gerade irgendwas noch sagen. Was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Schöner Himmel. Obwohl, die Wolken... Ah, es gibt bessere Spiele, wo die Wolken besser zeigen. Was wollte ich jetzt sagen? Ich hab's voll vergessen. Egal, wir suchen mal weiter. Was wollte ich jetzt sagen? Ich hatte noch irgendwas im Kopf, was ich sagen hätte können. Also hier haben wir es. Ach ja, ich wollte gerade sagen, der Bau war ja ziemlich schnell und einfach. Aber wir müssen bedenken, wir sind in der gelben Zone. Gelbe Zone war damals die Startzone. Und deshalb denke ich mal, dass der Bau da nicht allzu schwer, lang, groß und so war. Blackboxen, da fehlt uns eine, die wäre hier oben, circa. Feldagenten gibt es auch nicht, also hier sieht man auch, dass es hier nicht so viel Zeugs gibt. Weil, wie gesagt, das war die Startzone. Und deshalb denke ich mal, dass da der Bau deshalb so leicht war und so. So, aber ich denke mal, in der Aufnahme schaffen wir es locker noch, beziehungsweise in der, also heute, also die Parts, wo heute rauskommen, schaffen wir wohl die gelbe und die grüne Zone komplett fertig. So, ja, links, okay. Da oben. Ach, da unten.
hätte es cooler gefunden, da vorne am Meer dran, aber egal. So, wieder eine offensive Mutation. Ich glaube, da hatten wir nur noch einen Punkt offen, oder? Kann das sein? Obwohl, oh, noch drei. Wurfschaden. Vier sogar. Verursachen sie 10% mehr Schaden mit Militärwaffen und Fahrzeuge, okay. Vielleicht ist es auch gut für die Herausforderung mit dem Granatenwerfer. Radio Transmission, 255 days ago. Listen up, we got new ROE. Containment of the infection is more important than guaranteeing civilian safety. What's that mean exactly, Sarge? It means if there's civilian.